So, hallo zu einem neuen Wunsch-Tutorial und dieses Mal geht es um einen Pfeildetektor. Man hat es jetzt gerade schon im kleinen Preview gesehen. Man muss nichts anderes machen, als mit einem Pfeil auf einen Block schießen und schon wird ein elektrisches Signal ausgelöst. Hier sogar selbst resetten, dass der Pfeil wieder zur Seite gedrückt wird. Und hier vorne zum Beispiel ein Schuss, zack, Tür öffnet sich sofortigst. Derjenige, der mir das eingeschickt hat, hat gemeint, das wäre ein sehr gutes Feature für Adventure-Maps und hat gesagt, ich soll das etwas verbreiten, damit die Idee bekannter wird. Und ich sag mal so, ich habe jetzt nicht allzu viel Einfluss jetzt auf YouTube oder eine sonderlich große Reichweite im Vergleich zu anderen Leuten. Deshalb fände ich es gut, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. Ihr wisst einfach, Video-Favorit hinzufügen, kommentieren, liken und so, das wird megamäßig helfen, weil ich finde es wirklich krass. Es ist sogar noch besser als der Butt-Switch, weil der Butt-Switch resettet sich nicht von alleine. Da braucht man dann zum Beispiel immer wieder den Block hinsetzen oder es sei denn, man macht es mit Redstone, aber das klappt auch nicht so gut wie hier in dem Fall. Falldetektor ist in dem Fall wirklich das allerbeste von den geheimen Öffnungsmöglichkeiten für Türen oder ähnliches, weil die Pfeile verschwinden nach einer Zeit wieder und schon schließt sich in dem Fall hier wieder die Türen, alles mögliche. Also es wäre gut, wenn ihr das Video ein bisschen supporten würde, damit eine größere Reichweite erreicht wird und damit das auch in Adventure Maps künftig eingebaut wird. Die Idee ist wie gesagt nicht von mir, der hat mir dazu einen Link geschickt bekommen und das Originalvideo ist in dem Fall auf Englisch, das werde ich dann auch verlinken hier unten, da könnt ihr auch gerne mal nachschauen. Okay, ich werde dann mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert und welche Idee dahinter steckt. Wir haben es jetzt nur kurz gesehen, die Tür ist wieder zugegangen, kann man gleich im nächsten Schritt sofort wieder öffnen, ohne irgendwas machen zu müssen. Deshalb, mega krasse Idee. So, wie das Ganze jetzt funktioniert, folgendes. Wir gehen ja mal davon aus, dass Pfeile auch Items sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Pfeil draufwerfen, ist ein Item, die Druckplatte wird ausgelöst. Aber das ist jetzt kein geschossener Pfeil, sondern den Pfeil, den wir schießen, ist immer noch ein Pfeil, aber irgendwas anderes. Und wenn ich jetzt hier kurz drauf schieße, passiert gar nichts. Absolut gar nichts auf eine Druckplatte. Ja, das könnten wir jetzt so machen, oder können wir jetzt ein bisschen stehen bleiben, wird gar nichts passieren. Allerdings zeige ich mal ganz kurz was, wenn ich mal kurz hier hingehe und hier mal einen Pfeil drauf schieße. Praktisch genau das gleiche wie da drüben, wenn man sehen kann. Einfach Redstone-Spuren 3x3 weitergezogen. Ist auch egal, wie fest ich schieße, ich kann nur ganz leicht drauf schießen. Achtung. Na? Warten, warten, zack, auf einmal kommt doch ein Redstone-Signal. Oh je, wie ist das passiert? Hier ist ein kleines bisschen was drüber gesetzt worden, nämlich ein Wasserspot, wo Partikel nach unten tropfen. Bei den Druckplatten ist es so, die Pfeile werden aus irgendeinem Grund so nicht als Item gezählt, wenn man drauf schießt, aber sie werden als Item gezählt, wenn ein kleines Block-Update durch Partikel stattfindet. Wenn ich jetzt nur als Beispiel die Partikel auf Ausstelle, Animations, Particles, Minimal muss das sein. Minimal. Und das Ganze speichere. Müsste man dann gleich einen Unterschied merken, wenn ich mal ganz kurz die Druckplatte entferne, eine neue hinsetze. Und, oh, naja, der Pfeil ist noch da. Muss ich gleich ganz kurz ein bisschen warten, so. Einmal kurz draufsetzen. Gut, und jetzt mal versuche drauf zu schießen. Und warte, dann kommt gar nichts, weil kein Partikel von hier oben runter tropft und auf der Druckplatte ein Block-Update verursacht. Das heißt, das würde jetzt so bleiben. Wenn ich jetzt folgendes mache, Options, Video-Settings, Animations, Partikel auf All stelle. Übrigens, wer sich fragt, ist Optifine, der ist gerade drin. Und dann ganz kurz warte, kommt hier ein Partikel. Und während, wenn der nach unten tropft, findet auf der Druckplatte ein Update statt. Und es wird ein Stromsignal kommen. Dauert jetzt wahrscheinlich ein kleines Momentchen, bis der Wassertropfen von oben runterkommt und auf die Druckplatte fällt. Angestellt habe ich in dem Fall. Ich gucke nochmal ganz kurz. Partikels all. Und dauert gleich ein kleines Momentchen. So. Da kommt der Tropfen, fällt. Zack. Und die Druckplatte aktiviert. Okay, das ist der Sinn, der dahinter steckt. Also wenn ein Block-Update neben Druckplatten zum Beispiel stattfindet durch Partikel, dann wird ein Signal ausgelöst. Kann man auch ein bisschen anders machen, indem man hier ein kleines Feuerzeug hinsetzt. Und Feuer verursacht auch Partikel, das die Druckplatte beeinflusst. Draufschießen und es würde aktiviert werden. Wenn das Feuer nicht da wäre an dieser Stelle, würde in dem Fall auch rein gar nichts passieren. Einfach kurz Pfeil draufschießen. Zack, da kommt gar nichts. Hier funktioniert's, da nicht. Okay, dann gibt's einige Möglichkeiten, wie man das jetzt verstecken kann, so dass man das auf mit Blöcken machen kann, dass man nicht auf eine Druckplatte schießt, sondern auf Blöcken, die einfach so an der Wand sind. Und das geht folgendermaßen. So, mal angenommen, wir haben jetzt hier, oder machen wir es andersrum, eine Druckplatte auf einem Block drauf. Wir wollen jetzt die Druckplatte oder sozusagen aktivieren, indem wir den Block treffen. Das geht auch. Ganz kurz hier zum Beispiel Netherrack hin, den wir anzünden mit einem Feuerzeug. Einmal draufsetzen und dann... Wie machen wir uns am besten? Die Spur nach hier drüben ziehen, dann nach unten. Die Druckplatte wird auch aktiviert.
wenn man den Block in der oberen Hälfte trifft. Also wenn ich jetzt hier eine Druckplatte drauf liegen habe und den Block hier unten treffe, passiert gar nichts. Wenn ich ihn aber über der Hälfte treffe, also hier, kommt ein Signal durch. Und das machen wir uns zunutze bei den ganzen Schaltungen hier vorne. Es gibt mehrere Variationen, es geht auch nicht nur mit Partikeln, geht auch noch ein kleines bisschen anders, aber das ist erstmal so die Grundideen. Wie man die Teile jetzt baut, das zeige ich gerade mal. Wir fangen zum Beispiel mal an mit der ersten hier vorne. Das habe ich ein bisschen so gemacht, ich zeige mal ganz kurz von hinten. Und auch gleich baue ich es nochmal von vorne nach. Ich baue erstmal so ein glitzekleines Grundgerüst hier, wo ich dann auf den Seiten einen Block draufsetze, einen Netherrack, den ich anzünde, damit Partikel generiert werden. So, und auf diesen Block kommt nochmal ganz kurz einer drauf, nur ist hier vorne nur so zum Abschirmen, so, damit es nichts, damit man nichts sieht, sondern nur ein kleines Loch ist. Und hier oben kommt dann die Druckplatte drauf. Und dann können wir praktisch das Signal getrost hier nach hinten weiterlegen. So. Na. So. Ich habe das hier hinten in dieser kleinen Schaltung so verbaut, dass es einmal zur Seite geleitet wird und eine Fackel antreibt, aber oder mit Strom betreibt. Aber das brauchen wir in dem Fall nicht. Geht nur ums grobe Prinzip. Wenn man das dann hier vorne, ups, ganz kurz ein kleines bisschen wieder zubaut, sodass man die Schaltung da gar nicht sieht. Einmal so, einmal so, einmal so. Sieht das so von vorne aus. Man kann nicht sehen, außer vielleicht die Partikel, die nach oben aufsteigen. Und dann draufschießen. Und wenn man sieht, hier hinten wird jetzt ein Stromsignal weitergeleitet. Die zweite Methode, die ich hier vorne habe, war ein bisschen anders. Das war das mit dem Wasser. Ist aber im Prinzip genau das gleiche wie hier aufgebaut. Nur, dass ich keine Netherracks habe, sondern einfach nur die Druckplatte, wo das Wasser von oben drauf tropft. Das ist etwas langsamer, weil die Partikel ein Weilchen brauchen. Hier strömen nicht dauerhaft Partikel nach unten, sondern nur alle Sekündchen mal. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Fall drauf schieße, kann es sein, dass es etwas länger dauert, bis die Fackel angeht, als hier. Hier geht sie in dem Fall immer sofort an, weil sehr, sehr viele Partikel da sind. Dann als nächstes wäre noch das hier, das wäre ein sozusagen sich selbst resettender Detektor. Das heißt, wenn ich drauf schieße, wird der Pfeil zur Seite gedrückt mit einem Piston und praktisch, dass das Ganze wieder einsetzbar ist innerhalb von kürzester Zeit, dass man kurze Signale erreichen kann. Wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee. Das funktioniert dann folgendermaßen und dann erstmal hier vorne das wieder entfernen und das Signal nach oben leiten mit Hilfe eines Repeaters. Den setzen wir dann hier, wo jetzt eigentlich die Redzone-Spur ist. Das Signal wird gleich nach oben weitergeleitet auf den Block hier. Und dann, ups, nee, falsch, dann können wir hier gleich wiederum weiterleiten. Einmal so um die Ecke, das war beim Aufzug oder dem Fast Minecraft Piston Elevator, hat man das auch schon gebraucht. Ganz kurz Signal draufsetzen, hier nach oben ziehen. Und hier vorne, das kann ich jetzt wieder entfernen, weil hier muss ja dann der Piston, der den Block nach unten drückt. Einmal nach da und dann hier jetzt kommt der Piston dran, der hier der Block ist. Und dann können wir, ja zum Beispiel, ich habe es mit Netherrack gemacht. Oder ich mache es einfach mal so, wie ich drüben gemacht hatte, so. Und das auch Netherrack. Und dann ganz kurz hier das wiederum verdecken, so. Und da auch, damit man es nicht einfach nicht sehen kann. Nach oben ziehen und noch die Redstone-Spuren legen. Und dann kann man jetzt Folgendes machen, einfach drauf schießen. Ich habe es, glaube ich, hier noch ein kleines bisschen weiter versteckt, das mit dem Piston. So, zack, und dann könnte man sehen, wie das Ganze hier sich selbst resettet, jedes Mal von Neuem. Das wäre jetzt die zweite Methode mit dem Selbst-Reset nochmal so Vortex, wo das nur ganz kurz oder nur ein ganz kurzes Signal kommt. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten, was ich mir so gedacht habe, was dann so am allerbesten ist. Nämlich das da hier, das ist klein, kompakt, einfach nur 3x3, ein Stückchen weiter nach hinten und das war's. Sieht dann in dem Fall so aus, es geht nicht mit, geht nämlich nicht nur mit Partikeln, sondern auch, wenn ein Boot zum Beispiel etwas in das Feld über der Druckplatte hineinreicht, dann reicht das vollkommenst aus und hier wird dann in dem Fall der Pfeil auch zählen als Item. Ich habe jetzt schon vorne einen drin stecken gehabt, das hat man sich nicht gesehen. Das baue ich jetzt gerade auch nochmal ganz fix nach. Wie hat ich das gerade nochmal hier gemacht? Ah, okay, auf diese Weise. Passt, okay. Ganz kurz hier in dem Fall einfach einen Block draufsetzen, wo wir dann hier vorne ein kleines bisschen hoch machen, so. Nein, so. Ganz kurz ein bisschen dann außenrum das machen. Auf diesen Block hier oben drauf kommt dann wiederum die Druckplatte. Und auf diese Druckplatte oder hinter diese Druckplatte kommt ein Block mit einer Half-Step, wo ein Boot drauf sitzt, sodass es über das eine Feld reicht. Da kann ich ein bisschen wieder raus tun, einmal so. Netherrack kommt dann eh gleich wieder weg. Also ich Half-Step drauf und ein Bootchen drauf. Das Boot ganz kurz rausholen, Vorzeug brauche ich nicht mehr, haben wir hinter uns. Einmal draufsetzen, den Block hier unten kann ich wieder entfernen. Und wenn man jetzt genau hinsieht, kann ich, wenn ich jetzt hier die Druckplatte auf die Druckplatte drauf schieße, diese aktivieren. Man hat es gerade gesehen, ist nach unten eingesackt. Und das Signal leite ich ganz einfach von hier unten dann wiederum nach vorne. Komm, so einmal kurz nach vorne ziehen. Da kommt der Strom auch schon raus.
Und ja, das wäre sozusagen das, was ich persönlich am besten oder kompaktesten von allen finde. Koppel's weg und dann hier einfach ein kleines bisschen zubauen, so. Damit das gar nicht auffällt, 3x3 und so. In dem Falle wäre das auch schon das, naja, die beste Option von dem Detektor gewesen. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt da sehr viel ausprobieren. Das wären so die Vorschläge, die ich jetzt in dem Fall hätte. Und ja, also im Prinzip eine sehr, sehr gute Idee, auf allein oder von alleine kommt man eigentlich fast gar nicht drauf, nur durch Zufall. Wie gesagt, wer das gerne in Adventure Maps haben möchte, der kann mir helfen, das Video ein bisschen zu verbreiten. Meine Einflussreichweite ist nicht allzu hoch, also Favoriten und ähnliches. Das wäre wirklich übelst geil, weil Adventure Maps, so ein Ding drin, oh, mega. Okay, an dieser Stelle würde ich sagen, war es das auch schon vom Video gewesen. Ihr könnt mir gerne weitere Wünsche einschicken. Das war jetzt nicht so lang, ging eigentlich relativ zügig. Schaut bitte vorher die Tutorial-Playlist durch, damit nicht Wünsche kommen, die schon mehrmals gefragt wurden oder schon erledigt wurden. Und ja, ansonsten, wenn Fragen sind, könnt ihr gerne das FAQ-Video auf meinem Kanal schauen. Ich bin dann an dieser Stelle raus. Ich hoffe, ich habe euch hier ein bisschen weitergeholfen. Also ich finde es persönlich mega krass hier, das Teil. Dann sehen wir uns in einem nächsten Video und auf Wiedersehen.